Herzlich willkommen zurück zu Diablo 3. Wir befinden uns in Tristram und haben den gefallenen Stern entdeckt. Es ist ein Mensch und er hat es tatsächlich überlebt. Gut. Der Erzengel Tyrael. Wer war er? Tyrael ist der Engel der Gerechtigkeit. Er hilft der Menschheit seit Generationen, auch wenn ihm untersagt ist, direkt einzugreifen. Vor langer Zeit schlossen die hohen Himmel und die brennenden Höllen im Anschluss an den Sündenkrieg einen Pakt, sich nicht in die Geschicke unserer Welt einzumischen. Doch die Dämonen haben den Pakt eindeutig gebrochen. Warum kann Tyrael jetzt nicht direkt eingreifen? Der Angiris-Rat, die Erzengel, die dem Himmel vorstehen, haben unsere Welt einst fast zerstört, um die Dämonen daran zu hindern, ihre Verderbnis zu verbreiten. Sollte Tyrael direkt handeln, würde der Rat auf die Dämonen aufmerksam werden. Und das würde uns alle in Gefahr bringen. Alles klar. Gut, sonst gibt es nichts mehr. Okay. Oh, ups, das wollte ich nicht. So. Hauptmann Rumford. Die Felder des Elends. Wie ich höre, zieht ihr in die Felder hinaus. Sie waren einmal ein wunderschöner Ort, bevor die dreckigen Khazra sie mit ihrer Anwesenheit besudelt haben. Tötet ein paar von ihnen für mich, ja? Mach ich. Gut, wir müssen zum Wegpunkt. Friedhof der Verlassenen. Das können wir wahrscheinlich hier durch, oder? Ja. Auf magische Art und Weise. Die Felder des Elends. Wenn es hier ein Schwert gibt, dann finden wir es auch. Gut. Okay, das kann man nicht kaputt machen. Interessant. Oh. Wilde Bestie. Und ich muss sagen, ich dachte, die hielt mehr aus. Gut, neues Wissen. Das riesige, schwerfällige Biest gedeiht im Grasland oder im Wald, wenn es dort genügend Wasser gibt. Bauern erkennen diese Monster als wilde Verwandte der gemeinen Lasttiere. Eine zahme Züchtung, die vermutlich vor 2000 Jahren domestiziert wurde. Man kann sich kaum vorstellen, wie das bewerkstelligt wurde. Neues Wissen. Ich habe die unmöglichsten Geschichten gehört über Reisende, die von bösartigen Bäumen angegriffen wurden. Unglaublich. Die Waldwesen sind trotz ihres Namens nicht pflanzlich. Sie sind vollkommen bewegliche Ungeheuer, die sich mit Blattwerk tarnen, um ihre Beute zu täuschen. Doch nur ein Narr würde darauf hereinfallen. Wir fallen ganz sicher nicht darauf herein. So, der hat etwas Gelbes. Okay, gut. Und ich wollte nur nochmal nachschauen. Oh, Schrein der Raserei erhöht die Angriffsgeschwindigkeit. Was auch ziemlich geil ist. Können uns doch alle gar nichts. Gut, und weil ich gerade eben so ruhig bin und mir etwas einfällt, was ich gerne sagen will,
Und zwar das Thema Themen. Wäre es angebracht, hier in diesem Let's Play vielleicht ein bisschen über irgendwas zu quatschen? Oder sonst was? Ich meine, es gibt ja viel Story und viel zu tun. Also, ich weiß nicht, würde sich das anbieten? Weiß ich gar nicht. Also, so konkret oder... Ja, so spontan würde ich sagen, eigentlich nein. Weil es ist halt ein Spiel, das hat eine Story, es wird viel erzählt. Und... Ja, da passt eigentlich... Ja, es passt eigentlich nicht, über irgendwas zu reden. Oder seht ihr das anders? Schreibt es in die Kommentare. Es würde mich brennend interessieren. Ich weiß, ich bin gut. So, ich will jetzt hier eigentlich nicht so in der Mitte durchlaufen. Ich will am Rand bleiben. Das ist eigentlich immer die beste Taktik, so eine Map relativ schnell zu erkunden. Gut. Aber hier ist was. Hier ist doch tatsächlich etwas. Und ich merke, ich muss etwas lauter sprechen. Dieses Glühen kenne ich. Das Schwertbruchstück, nach dem ich suche, muss in dieser Höhle sein. Muss es? Dann schaue ich mich noch weiter um. Aber ich mache erst eben kurz den Ton ein wenig leiser. Moment. Moment. So. Ich will aber noch, dass man was hört, deswegen. So. Gut. Ja, ich schaue mich hier um, ne? Kennt er ja. Warum hat man das nicht so programmiert, dass ich einfach... Also nicht einfach durchlaufen kann? Komisch. Sehr ekelhaft. Gut, gibt es hier... Ah, guck mal hier. Oh. Die Felder von Tristram sind ein wunderschöner, fruchtbarer Landstrich mit gemäßigtem Klima. Nachdem Alt-Tristram zerstört wurde, traute sich für eine ganze Weile keiner der abergläubischen Bauern mehr dorthin. Doch mit der Zeit warfen sie ihren lächerlichen Aberglauben beiseite und nahmen wieder Hacke und Pflug auf. Heute versorgen sie Neu-Tristram und Wortham mit ihrer Ernte. Ja, das ist doch schön. Oh, was haben wir denn hier? Was? Aasfresserhöhle. Können wir auch gleich reingehen. Hätten wir jetzt übersehen, wenn wir nicht weitergezogen wären. Oh. Unglaublich, wie gut ich bin. Ja, manchmal kann ich es auch nicht glauben. Was? Ups, das wollte ich gar nicht.
dürr. Tot. Aber das gehört sich auch für so ein Viech. Dem will ich nicht begegnen. Zumindest nicht in echt. Da. Ah. Ach du Scheiße. Geht weg. Verschwindet. Niemand braucht euch. Niemand. Oh, eine Truhe. Na, schlechter als das. Warte, was war das? Ach so. Das ist wieder so ein großes Gebiet. Naja, aber egal. Hühner, guck mal. Tot. Oh, das sind Giftblumen. Kann man die irgendwie... Nö. Ja, die sind gemein. Die können einen vergiften. Man kriegt das nicht mit. Euch gebührt Ehre. Danke. Und dann stirbt man. Gut, kann ich mich jetzt hier... Gut. Was haben wir denn? Stromschlag. Wirkt einen Kettenblitz, der bis zu 3 Gegner an einem Stromschlag versetzt. Können wir mal ausprobieren. Dann haben wir bei Froststrahl die Rune Taub. Erhöht die Verlangsamung der Gegner und friert sie gelegentlich ein. Druckwelle. Da haben wir... Abprallfeld. Das sieht jetzt so aus. Dann das. Ah. Cool, gefällt mir. Und? Ja, ja, ja. Ja, es ist... Oh, stimmt. Stürmt auf einen Gegner zu, verursacht Schaden und betäubt Gegner in der Nähe. Fügt einem Gegner massiven Schaden zu. Ne, einen massiven Schlag zu. Das wird mir gute Dienste leisten. Das hoffe ich auch. Gut. Mir gefällt der Stromschlag. Geil. Aber ich muss sagen, der Froststrahl, der ist für manche wahrscheinlich echt super, weil sie denken, boah, Vereisung, Einfrieren, Verlangsamung, echt geil. Ich habe noch Probleme mit der Steuerung, ne? Aber ich muss sagen, die Arkankugel,
Die ist besser. Tut mir leid, aber... Ich spiele mit dem, womit ich am besten... Oh, prächtige Truhe. Eine unbewachte Kiste? Nie und nimmer ist das eine Falle. Oh. Ach du meine Güte. Einfrieren. Meine Nachforschungen haben ergeben, dass ein hoher Geistlicher der Zakarum, Akan, die Verderbnis zu spüren begann, die am Herzen seines Glaubens fraß. Er wusste, dass sie mit der Zeit seine geliebte Kirche zerstören würde und dass er handeln musste. Nach langem Beten kam Akan die Idee eines Kreuzritterordens. Mhm. Ja, wir bekommen schöne, schöne Dinge. Muss man wirklich sagen. Gut, ich mache dann aber auch gleich mein Aufnahmepäuschen. Ich hoffe... Ja, ich glaube, eine Folge muss ich noch aufnehmen, weil... Ich muss halt warten bis zum Speicherpunkt, ne? Ja, da hilft alles nichts. Oh, was ist das denn? Bei allem, was heilig ist, seht ihr den Feind dort drüben? Oh. Oh, das war brenzlig. Bekomm nicht mal was Gescheites dafür. Ah, das gibt's doch gar nicht. Ach ja. So, hier sind wir jetzt. Ach Gott, nee, sind wir gar nicht. Ich glaube, die Folge wird dann ausnahmsweise mal sehr viel länger. Ich glaube, das mache ich mal. Ja, was heißt sehr viel? Ein bisschen länger. Es ist manchmal echt rumgelaufen, aber wir brauchen die Erfahrung. Und das Spiel ist am Ende schwer genug. Wie viel Schaden macht der Templer und wie viel Schaden mache ich? Okay, ich mache deutlich mehr, aber das ist normal. Also wundert euch da nicht, wenn ihr jetzt zusammen mit mir mitspielt. Immer wenn halt, ja, ihr guckt das Let's Play und spielt parallel, dann wundert euch nicht, dass der Templer immer, oder euer Begleiter immer etwas, ja, schwächer ist als ihr. Das ist normal. Das ist so. So, Schrein der, was war das? Des Schutzes, ne? Ja, genau, des Schutzes. Schrein auf der Schutzes. Oh, Wasser. Gut, dann muss ich jetzt hier oben noch nachgucken. Oh Gott. Die
alte Mühle? Was ist das denn jetzt? Kommen wir aber nicht hin. Okay. Abgeschlossen. Ja gut, wird später wichtig. Kann ich mit leben. So. So, da oben ist wahrscheinlich nichts, ne? Oh oh. Ausgeplündertes Haus. Ach du Scheiße. Blutbeschmierte Truhe. Sie wurden umgebracht. Von diesen Monstern. Ich warte immer noch. Was? Jetzt hat das Ding eine Abklingzeit? Hatte das Ding vorher... Ach, das hat... Nö, dann nehme ich das lieber ohne Abklingzeit. Ich bin doch nicht doof. Gut, Felder des Elends. Höhle der... Baumstamm. Ja, ich weiß, ich muss so langsam Schluss machen. Ich weiß, ihr denkt euch, nö, du kannst ruhig weiterspielen. Ich freue mich über lange Folgen. Das weiß ich, aber... Na, es ist besser, wenn ich mir die Folgen einteile und... Ja, ich habe nicht immer so viel Zeit zum Aufnehmen. Ich habe schon sehr viel Zeit, aber... Na, das Licht soll euch holen! Ach du meine Güte. Wir werden diese Bestien zerreißen. Hoffe ich auch. Das Licht in euch wird stärker. Stufe 16. So, was haben wir? Was? Zeit verlangsamen? Okay, ich gucke. Hier haben wir wieder was Neues. Glaskanone erhöht sämtlichen verursachten Schaden. Um 15%, jedoch die Rüstung und Widerstände um 10%. Okay. Nein. Was haben wir hier? Zeit verlangsamen. Verzerrt Raum und Zeit am Zielort, sodass Gegner in diesem Bereich verlangsamt werden, während ihr euch dort ungehindert bewegen könnt. Können wir ja mal ausprobieren. Sonst noch was? Okay. Oh, ja geil, nehme ich. Ich will jetzt wenigstens noch die Karte eben kurz zu Ende latschen. Ach du meine Güte. Ja, der hatte ja Gold. Und das gar nicht mal so wenig. Gefällt mir. So, hier ist jetzt... Oh, bitte Speicherpunkt, bitte. Nein, auch warum nicht? Oh, das wäre jetzt sehr gut gewesen. Aber ich habe eine Idee. Und zwar, wir wollen zwar erst dahin, wo wir noch nicht hin müssen, aber ich gehe wahrscheinlich jetzt dahin, wo wir hin müssen, weil da ist dann wahrscheinlich ein Speicherpunkt. Und dann muss ich mir merken, da beim nächsten Mal dann weiterzumachen. Also, dass ich dann hier in diese... Aasfresserhöhle gehe. Beeilt euch! Es gibt Bestien, die nur darauf warten, getötet zu werden. Ja, ich beeil mich ja. Ich muss mich beeilen. Komm, mach ihn fertig.
Gut. Oh, was ist das denn hier? Ein brennendes Haus. Was sagt die Karte? Gut. Gut, ich gehe jetzt hier hin. Mal gucken, ob er speichert. Och, bitte. Bitte, bitte, bitte speichere. Bitte. Bitte tu mir den Gefallen. Höhle der Katzra. Kein Speicherpunkt? Och, nö. Och, warum? Das ist doch doof. Ja, da muss ich noch ein bisschen aufnehmen. Aber dann nur noch bis zum Speicherpunkt. Heißt, ich gehe jetzt zurück. Warte, sind die Monster jetzt wieder da oder was? Heißt, ich gehe zurück zu, ja, nach da oben hin. Und mache dann da weiter. Gut, dann bis zum nächsten Mal bei Diablo 3. Bleibt dran. Bis dahin.